Es gibt wieder Free Gems, Leute, und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Jo, Halloween hat jetzt endlich Einzug gezogen, heißt das so? Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall ist jetzt das Halloween-Event am Start, ein Fass voller Freude. Ich habe das ja Fass Weitwurf genannt. Mal sehen. Ich habe die Truppe, ich glaube, bei Clash Royale auch noch nie so wirklich benutzt. Ist nicht so mein Ding, aber sicherlich, was dort Elixierkosten angeht, sehr, sehr günstig und nutzen, ja, kann ich noch nicht sagen, aber 15 Mal müssen wir das Ding nehmen hier. Und okay, es gibt das Horror-Reward, ich meine, das ist auch ein Halloween-Horror-Reward, also die Belohnung hier, die Schaufel. Aber es gibt auch ein paar Free-Gems und immer wenn es dann ein paar Gems gibt, dann spiele ich diese Events eigentlich auch ganz gerne mal mit. Okay. Mit einem Klick auf Ausbilden können wir die natürlich ausbilden. Ich habe sie schon ausgebildet, also ich habe sie auch in der aktuellen Armee. Ich habe eben noch mal ein bisschen rumgetauscht, dass das auch in etwa passt. Und das Ding, nein, es ist Larry, Harry, Terry unten und Dutzend ihrer Freunde. Der Untote recht harmlos, aber sie kämpft nie allein, denn die Hexe kann riesige Horden. Okay, was hat das jetzt mit der Hexe zu tun? Ich habe keine Ahnung. Und auf deine Gegner hetzen. Okay. Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, was das jetzt zu sagen hat mit der Hexe hier. Keine Ahnung. Aber wir gehen mal rein. Lass mal suchen und ein bisschen Event spielen. Hier ein bisschen Dunkles holen oder ein bisschen Gold. Ich habe eben nochmal alles ausgegeben mit dem Account hier. Oh, den können wir mitnehmen. Ich weiß nur nicht genau. Ich weiß tatsächlich nicht, wie die ticken. Da ist nichts. Okay, da ist nur ein Loch in der Base. Alles klar, dann, oh, ich habe auch eine Karre dabei, perfekt. Ich habe ein bisschen Queen. Ich habe ein bisschen Queen dabei, nehmen wir mal mit. Und man kann natürlich ein bisschen günstiger farmen. Allerdings brauche ich auch mit diesem Account hier ein wenig dunkles Zeug. 1, 2, 3. Mal gucken. Ah, das kriegen wir da gar nicht. Obwohl, vielleicht kriegen wir es doch weg. Dass uns die Queen da erhalten bleibt. Und hier auch. Oh, shit. Hier können wir schon mal so ein... Ah, da können wir schon mal so ein Fass nehmen hier. Okay, oh, da können wir ganz... Ui, da kommen aber ganz schön viele Skelette raus, sehe ich gerade. Donnerwetter, nicht übel. Da kamen aber jetzt ganz schön viele raus. Alles klar, wir gehen hier ein wenig weiter. Ich habe eine Queen dabei, okay. Oh, meine Queen. Ich schaffe das aber gerade noch so, okay. Ich schaffe das aber gerade noch so vor dem ersten Inferno. Mal sehen, wir nehmen hier noch mal die Fässer rein und ich muss hier hinten eigentlich was rein haben, ne? Oh, da ist jetzt schon der erste Inferno auf meiner Queen. Okay, kriegen wir den? Ballert die Queen da schon drauf? Noch nicht wirklich, den müssen wir noch mal friesen hier. So, auf der anderen Seite geht das jetzt aber auch los, aber ich habe überall, Alter, ich habe ja überall hier, ich wollte gerade sagen Löcher drin. Okay, oh, aber da haben wir jetzt auch wieder ein Single Inferno vor uns. Und, ah, ich hatte in der Karre, jetzt sehe ich das gerade, ich hatte in der Karre eine Valkyrie. Ich sehe jetzt gerade, wo kommt der Wutzauber her, habe ich jetzt gerade gedacht. Und, hier kommen nochmal so ein paar fiese Skelette. Den haben wir eigentlich ganz nett gemacht. Pekka ist noch dabei, Queen kann ja noch zünden. Ja, sieht gut aus. Aber Base war jetzt auch nicht so gut, aber egal. Da kommen doch ganz schön viele Skelette jetzt gerade raus, habe ich jetzt eben gesehen. Vielleicht nehmen wir doch das ein oder andere Fass einfach mehr mit, um da so ein bisschen mit zu clearen. Also ich muss gestehen, so richtig habe ich den Einsatz noch nicht verstanden. Holen wir uns da noch ein bisschen was. 42 Sekunden, vielleicht noch den dunklen Goramisses. Ah, jetzt ist der Sprungzauber da weg, okay. Ist der Sprungzauber da weg, aber den habe ich auch erst auf 2, den muss ich auch dringend auf 3 leveln. Aber erstmal, Prio hat erstmal, haben erstmal immer die Helden jetzt vor allen Dingen noch, ich glaube 12 Tage Pass oder so. Da kommt noch ein Heldenbuch raus und wenn man noch ein Heldenbuch hat, dann wird es natürlich ganz, ganz eng, dass man das dann auch ausgibt. Ja, das schafft die noch da. Perfekt. Okay, den haben wir auf 0, nicht ganz. Da fehlt noch ein bisschen Elex, aber das ist nicht so schlimm. Aber... Was haltet ihr von der Truppe? Auch schon gespielt? Vielleicht seid ihr auch sogar schon fertig mit euren 15 Angriffen. Habt das fix gemacht für die netten Gems, die es auch gibt. Und 5200, das ist mal nett. Aber 5 Fässer könnte vielleicht ein bisschen wenig sein. 5 Fässer könnte ein wenig sein.
Ein wenig, wenig. Ich muss hier eben mal reingucken. Oh, ich muss immer noch die Riesen benutzen. Ich muss immer noch die Riesen benutzen. Sie lassen sich, glaube ich, nicht spenden. Ne? Supertruppen lassen sich nie spenden. Beziehungsweise nicht Supertruppen, Entschuldigung. Eventtruppen. Eventtruppen lassen sich nicht spenden. Aber wir nehmen die ruhig nochmal. Das macht jetzt nichts an der Stelle. Und deswegen können wir die nicht nochmal mitnehmen in die Clanburg. Da müssen wir irgendwas anderes haben. Also da bietet sich natürlich an. Ich bin mit dem Thorsten hier. Eine Walküre zu machen. Eine Walküre und eigentlich so ein Eisgolem. Ne? Walküre, Eisgolem ist, glaube ich, ganz gut die Kombi. Lass mal gerade gucken. Ja, das machen wir mal wieder so. Und dann mache ich einen kurzen Cut. Dann machen wir noch ein, zwei Angriffe hier im Event. Das zählt jetzt auf jeden Fall schon mal. Hier unten habe ich jetzt auch endlich einen Fortschritt. Okay, da haben wir auch noch 12 Tage Zeit. Auch da gibt es ja ein paar Gems abzuholen. Bis gleich. Okay, Freunde, wir gehen wieder in die offene Suche. Zweite Armee ist ready. Ich habe immer große Pausen zur Zeit zwischen meinen Angriffen. Aber ihr seht, First Click hier, 7520 Dunkles und zwei Single Inferno. Okay, diese Fassdinger kann man nicht überall abwerfen. Ne? Ah, ne, okay, das geht leider nicht. Ich habe gedacht, die könnte man jetzt einfach so darüber schmeißen. Wäre ja ganz schön gewesen. Wäre ja ganz schön gewesen, ist aber nicht so. Dann machen wir das mal ganz, ganz anders. Wir gehen hier mal mit unseren Packer vor. So, jetzt müssen wir nur so ein bisschen dafür sorgen, dass die rein wollen in die Base. Das wollen sie auch. Perfekt. Sehr schick. Wir nehmen die Karre hier mit rein. Ich weiß, ich hätte die Karre auch mit reinschicken können. Aber so gehen wir die Jungs und Mädels hier absolut hier durch. Und ich gucke mal. Ich nehme mal jetzt die 5 Fassdinger da. Die sind da schon wieder ein bisschen weit. Dann nehmen wir da mal den Sprung. Ja, die muss ich jetzt leider ins offene Messer laufen lassen da hinten. Mehr oder weniger. Aber die Fässer fliegen hier einfach so mal außen lang. Wer ist das da? Der da gerade so Lack bekommt. Oh, meine Queen hat es hart erwischt da. Und die darf es dann nicht nochmal erwischen. Mal ein bisschen eben mal mein Gift hier rausbringen. Zweimal. Oh, die sind immer noch am Start. Auch nicht schlecht. Ah, die lassen natürlich auch nur die Skelette fallen, solange wie das Fass auch noch lebt. Sehe ich jetzt gerade. Unten nehmen sich hier jetzt noch den Minenwerfer vor. Okay. Oh, die Helden da oben habe ich nicht ganz geschafft, ne? Mein King hat den nicht ganz geschafft. Okay. Pekka ist noch dabei. Wir haben... Oh nein, wir haben gar nicht so viel Dunkles gekriegt. Warum nicht? Weil ich wahrscheinlich wieder Bohrer vergessen habe, wie immer. Es ist immer leidig. Warum gucke ich da nicht vorher mal nach? Da hätte ich die auch abwerfen können. Dann hätten die mir da das Dunkle weggeholt. Da muss ich nächstes Mal etwas Fuchser sein, weil die das jetzt nicht mehr ganz schaffen da oben. Die ganzen Skellies, aber sieht gar nicht mal so schlecht aus. Die reißen da nichts mehr. Da hätten wir mehr rausmachen können, Leute. Ich kann, glaube ich, einen Trank heute Nachmittag mal nehmen. Jups, den können wir mal nehmen, weil wir einen umsonst wieder bekommen. Aber ich meine, ich kaufe die ja eigentlich auch immer für 25. Ist immer der beste Kauf, finde ich, hier beim Händler. Wenn die Trainingspulle für 25 da ist, da kannst du mal ein Stündchen durchhauen hier. Das machen wir auch. Oh, das dauert lange da oben, das so zu füllen. Und Tessie hier unten so. Ja, das mache ich mit meinen anderen Accounts, die noch jetzt spenden müssen. Also nochmal ganz, ganz kurzer Cut. Ist ja nur kurz zum Reggen. Und dann sind wir wieder am Start hier mit dem dritten Angriff mit den Fässern. Mal sehen, ob wir die nicht ein bisschen geschickter einsetzen können, dass wir wenigstens alles an Dunklen rausholen. Hammer, was eine schwache Base. Kaum Ressourcen, aber 6238 Dunkles und die nehmen wir mit. Die Base ist wirklich mal mau. Er hat Single Infernos und ich habe noch mal ein kleines bisschen umgebaut. Das seht ihr unten. Ich habe jetzt mal alles genommen, was Skelette hat. Allerdings noch nicht in der Clanburg. Erkläre ich euch gleich, warum ich das da nicht getan habe. Aber lasst uns erstmal kurz mal ein bisschen rumfunneln hier. Und dann gucke ich mal. Ja, das ist ja... Also das ist wirklich mau, muss ich mal so sagen. Ich weiß, ich habe jetzt immer Mauerbrecher dabei. Die brauche ich eigentlich gar nicht. Das können wir hier auch so mitnehmen. Und
Dann seht ihr ja, habe ich Hexen dabei. Aber, oh. Ich habe Hexen dabei und ich brauche aber da in der Mitte eben mal so ein bisschen PS, glaube ich. Ich glaube, ich brauche da mal ein bisschen PS. Beziehungsweise, ich muss hier mal ein bisschen was gegen die Ballons tun. Okay, da haben wir das getan. Karre ist natürlich, oh, die ist jetzt hin, die Karre. Okay, dann nehmen wir mal hier die Skelettzauber. Und oh, wir haben noch unsere Fässer hier. Nicht, dass wir jetzt wieder was vergessen. Mal sehen, dass die mal richtig reinfliegen. Nee, die gehen ja auch auf Gebäude. Okay, die gehen auch auf Gebäude, Leute. Und nicht nur auf Defensivgebäude, die außerhalb, die außerhalb der Base stehen, beziehungsweise die gehen einfach auf alles. Und jetzt sag nicht, wir kriegen wieder das Dunkle dann nicht. Weißt du, beste Armee am Start und wir kriegen das Dunkle nicht. Und der hat hier wirklich nur so Level 1 oder Level, weiß der Geier, Armee. Also wenn wir den nicht auf 3 schrubben hier, dann weiß ich es auch nicht. Aber wir nehmen die gleich nochmal mit, die Armee. Und dann nehmen wir aber auch in der Clanburg auch Hexen mit. Das heißt, dann haben wir richtig viele Skelette hier am Start. Einmal aus den Fässern, einmal vom Zauber. Ne, zweimal sogar vom Zauber. Ich nehme meinen eigenen auch mit. Und dann auch noch aus der Clanburg. Ich meine, ich kann jetzt nicht nur Hexen nehmen. Ich muss ein bisschen was zum Tanken davor haben. Das ist einfach so. Aber ja, nochmal, dass das nochmal so viel Dunkles hier stehen lassen, das konnte ich mir jetzt nicht nochmal antun. Und ich kann jetzt noch keine Supervalküre mehr mit in die Clanburg nehmen, weil ich jetzt gerade keinen Account mehr habe, der die hat. Denn beim Thorsten sind die jetzt eben ausgelaufen. Woche ist um, ne? Woche Update ist um. Und deswegen, oh, die Bombe da nochmal. Okay, die ging nicht mehr hoch. Und deswegen muss ich jetzt gleich was anderes nehmen. Ich habe mir überlegt, wir nehmen da mal ein paar Hexen mit rein in die Clanburg und auch den Rest nehmen wir auch Hexen. Das heißt also Zauberhexen, nicht Zauberhexen, Skelettzauber. Wir nehmen wieder 5 Fässer mit und so habe ich die Armee. 240, 8 Stück davon, 4 Heiler. Das sieht ganz gut aus. Ich fordere eben mal an. Ich mache die mal nochmal. Und ich habe auch, ich habe sogar 2 Skelettzauber dabei. Okay, mal sehen. Ich habe aber auch ein Gift, das ist ganz gut. Und da unten kommt noch ein Skelettzauber rein. Ich muss allerdings jetzt eben mal ein paar Minuten warten, bis ich wieder anfordern kann. Die lange Suche hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Ich habe jetzt echt mal nach so einem richtigen Brocken heute mal gesucht. Und hier haben wir den richtigen Brocken gefunden. Also mal sehen, von wo wir den mal mitnehmen. Ja, ich wollte ja jetzt mal gucken. Ach nee, den muss ich davor setzen. Okay. Der lässt. Ah ja, okay, der geht doch kaputt. Alles klar, der geht ja doch kaputt. Aber die bekommen erstmal ziemlich wenig Beschuss hier. Und ein Bohrer ist noch dahinten. Okay. Luftabwehr, Luftabwehr. Die haben wir hier unten nicht. Allerdings können wir den eben mal mit dem Loon erledigen. Sonst gehen unsere Riesen da drauf. Das wäre ein bisschen doof. Dann lieber auf die X-Bögen hier. Der schießt zumindest noch und ist noch nicht leer. Mal gucken, ob wir den irgendwie leer bekommen. Mal sehen. Und Mauerbrecher habe ich jetzt mal weggelassen. Dafür haben wir ja die Karre dort. Und hier nehmen wir mal eben alle 4. So. Jetzt geht die Meute hier durch, hoffentlich. Die vielen, vielen Skellies, den einen lasse ich mir da noch über. Und wir nehmen noch mehr Skellies mit. Perfekt. Noch mehr Skelette, aber in der Mitte ist natürlich jetzt auch nichts, was hier schießen könnte. Also beziehungsweise klar kann da natürlich noch was schießen. Allerdings ist nichts mehr da, wo wir jetzt sagen könnten, das hält uns auf, beziehungsweise hier brauchen wir ganz dringend unsere Friesszauber für die Infernos. Die braucht man nämlich wirklich nicht da an der Stelle. Und hier hinten habe ich jetzt noch mal den drauf geworfen. Mal sehen, ob wir da hinten, na doch, den Bohrer kriegen wir. Ich dachte gerade, ich dachte gerade, wir kriegen den Bohrer wieder nicht. Dann machen wir hier mal ein bisschen den Flächenschaden eben mal mundtot. Und hier hinten, da dauert es noch ein bisschen, okay. Da dauert es noch, ich nehme mal meinen King auch, dann habe ich ein bisschen mehr Truppen noch hier in der Base. Und nehme, jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich das, nee, ich kriege nicht den Bogenschützenturm gefriest, aber meine Hexen tanken gut und meine Skelette auch, also ja, geht, kann man ganz gut mit farmen. Ich meine, Leute, klar,
Das hat natürlich jetzt etliches an Dunklem gekostet und wo ich ja sparen will, bin ja ein Sparfuchs, da ist das natürlich nicht so gut, dass ich hier mit den vielen Hexen angreife, aber so zum mal ein bisschen Pokale machen und ein bisschen farmen, gar nicht mal so übel. Für die, die übrigens am Wochenende mein Instagram-Bild gesehen haben, ab und zu kommt ja mal ein Instagram-Bild, wo bin ich? Also ich war nicht in meiner Heimat und ich war auch nicht in Kiel, sondern ich war im Hochsauerlandkreis in Winterberg, oben auf dem Kahlen Asten unter anderem und natürlich auch unten in Winterberg, beziehungsweise nicht in der Stadt, sondern etwas erhöht, da wo die ganzen Bikefahrer sind und so weiter. Nur um das Ganze aufzulösen, weil ich gar nicht weiß, wie ich das jetzt auflöse auf Instagram. Bin da ja nicht so der Fuchs, aber der war noch mal richtig nett hier. Der war noch mal richtig nett. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen reinbekommen in den Pass. Ein bisschen Dunkles kriege ich ja noch aus dem Pass raus. Das müssen so sein 25, 30.000, glaube ich. Kriegen wir hier noch 15, 25 und ganz am Anfang gab es ja auch 5. Nicht schlecht, aber der King soll hier hochgehen. Ich habe im Moment hier noch ein Buch und habe dann auch noch wieder ein Buch im Pass. Und in 2 Tagen gehen die Clanspiele los. Davor brauchen wir wieder ein Buch. Also nehmen wir jetzt erstmal das Buch hierfür. 12 Minuten Schub noch. Aber den nehme ich jetzt sowieso nicht mehr in Kauf. Und beende ihn. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was geschafft hier für meine beiden letzten Bauarbeiter. Ich habe ja jetzt gerade nicht ganz so viel Gold und Silber reingeholt. Nehme ich noch die beiden eben in Bau. Dann habe ich hier auch 5 wieder verfügbar. Morgen werden auch schon die nächsten wieder frei. Also geht das hier mal ein bisschen weiter. Hier levelt der Packer. Den habe ich auch heute Morgen erst angestoßen. Also den hatte ich auch so ein ganz kleines bisschen nur vernachlässigt, den Zehner hier. Was haltet ihr von den Skeletten? Greift ihr damit an? Greift ihr nur mit den Fallen an? Oder nehmt ihr noch mehr Skelette? Beziehungsweise noch mehr Skelettzauber kann man ja nehmen. Man hätte ja jetzt auch 10 Skelettzauber nehmen können. Beziehungsweise 11 dann mit Clanburg. Aber ich glaube, man kann es dann auch übertreiben mit den Skeletten. Wenn euch die Folge ganz gut gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in weiteren Videos und vielleicht auch in Livestreams. Bis dahin, schönen Wochenstart, euer Toto. Best.